Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es wieder eine Putzroutine. Ich habe euch wieder mal ein bisschen so mitgenommen, was ich so an dem Tag gemacht habe oder beziehungsweise an zwei Tagen. Denn ich habe nicht alles an einem Tag geschafft, sondern ich habe einfach zwei Tage lang aufgenommen. Und dann würde ich sagen, ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß beim Zuschauen. Und wie immer habe ich meinen Tag zuerst mal im Schlafzimmer angefangen. Die Bettwäsche habe ich erst letztens ausgewechselt, deswegen habe ich einfach das Bett gemacht. Übrigens hört ihr wahrscheinlich auch meine Kinder hier spielen. Ich hoffe, das macht nichts. Die sind einfach jetzt hier dabei und ich nehme das Video jetzt diesmal nicht nachts auf, sondern tagsüber und kann normal reden wenigstens, weil ich in den Videos von der Putzmotivation immer zu leise rede. Das hat einfach den Hintergrund, dass ich das immer spät am Abend mache, wenn die Kinder schlafen. Und diesmal hatte ich mal Zeit und konnte das einfach mittags aufnehmen. Deswegen, ja, wenn ihr was hört, dann sind das meine Kinder, die spielen daneben. Dann habe ich hier die Duschkabine gesäubert. Ich habe sie davor mit so einem Mittel besprüht und etwa eine halbe Stunde einwirken lassen. Deswegen wische ich das jetzt schnell ab und danach geht's woanders weiter. Ich wollte nur die Duschkabine sozusagen schon vorher sauber machen. Dann habe ich im Kinderzimmer weitergemacht. Ich habe Alices Bettwäsche ausgewechselt und auch Ninas Bettwäsche. Meine, wie gesagt, habe ich ja schon einen Tag davor gemacht, deswegen seht ihr das nicht im Video. Im Hintergrund seht ihr ja, was für ein Chaos jetzt im Kinderzimmer herrscht. Da muss ich extra aufräumen, deswegen habe ich das jetzt diesmal nicht gemacht, sonst wäre ich einfach nicht fertig geworden. Denn da möchte ich jetzt die nächsten Tage mal gründlich sauber machen, wieder alles aussortieren und alles wieder neu einsortieren sozusagen. Und deswegen habe ich da jetzt nichts gemacht, außer Staub gewischt und ja, alles andere habe ich einfach liegen gelassen. Danach habe ich natürlich überall Staub gesaugt und ihr seht, meine Kleine ist immer natürlich mit dabei und sie wollte unbedingt ein bisschen Staub saugen, aber lange hat sie das nicht ausgehalten, irgendwie hatte sie keine Lust mehr und ja. Dann ging es im Wohnzimmer weiter, da habe ich noch den Tisch abgewischt. An dem Morgen haben die geknetet und er sah auch dementsprechend aus. Aber zum Glück geht es auch einfach weg, alles. Und es sieht genauso aus wie davor.
Und dann habe ich auch noch die Bank sauber gemacht und die Stühle wie immer. Und da brauche ich ja wirklich nichts als Wasser und einen Lappen. Und übrigens habt ihr hier diese Sealflasche stehen. Das ist jetzt kein Fleckenentferner drin, sondern da habe ich jetzt dieses Gemisch reingetan, was ich euch, glaube ich, schon in letzten Videos mal erzählt habe. Das ist so ein Gemisch zum Saubermachen. Das kann man für alles benutzen, in dem Fall für alle Oberflächen bzw. Und da ist jetzt Wasser, Wodka und Essig drin, also Tafelessig. Und damit habe ich wirklich auch meine Duschkabine zum Beispiel gereinigt und das ging richtig gut. Der ganze Kalk ist verschwunden und ja. Und dann habe ich mit dem Bad weitergemacht. Ich habe natürlich die Dusche fertig geputzt und danach ging es zum Waschbecken rüber und anschließend habe ich dann auch noch die Toilette sauber gemacht. Dann war es wieder soweit, dass ich meine Mikrowelle sauber machen musste. Hier habe ich euch das im Schnelldurchlauf gezeigt, weil ich einfach nicht wusste, wie ich die Kamera aufstellen soll. Und man hat mich eigentlich nur gesehen und nicht die Mikrowelle, aber ich wollte es trotzdem drin lassen. Und ja, ein klitzekleines Teil hat man trotzdem gesehen, wie ich sie sauber gemacht habe. Und dann habe ich natürlich auch die ganzen Geräte abgewischt, was so überall rumsteht, und ich habe auch noch meine Obstetagere sauber gemacht. We've been talking for an hour, we just can't find the end, we won't understand each other. I wonder how it feels to fall asleep and love the one that's next to me. I don't know why I'm stuck around with you. I've been told I should go find myself again. You're taking my soul, everything I own. Poison in my head. We fall down the more we keep trying, leaving us with scars. I've been told I should go and find myself. We both know we pretend we should go, but we keep trying to find a
Anschließend habe ich natürlich den Küchentisch geputzt und auch die Küchenfronten. Mehr hatte ich, glaube ich, in der Küche auch nicht mehr gemacht. Wonder how it feels to fall asleep and love the one that's next to me. I don't know why I'm stuck around with you. I've been told I should go find myself again. You're taking my soul. Got enough of every melody, they all sound the same, yeah. For my broken heart, no remedy, but maybe if you stay, we can get away with it. Cause you make me love my imperfections, answer all my questions, just to show me what's on the other side of inhibition. Apologies, my baby. I tell you though, cause I'm feeling so good. Am zweiten Tag habe ich dann noch die Türen abgewischt. Das musste auch wieder mal sein. Ich habe sie einfach alle mit dem Lappen und mit Wasser, mit Spüli sauber gemacht. Und da, wo irgendwas nicht weggegangen ist, habe ich noch diesen Schwamm benutzt, der aus DM ist. Mir fällt jetzt gerade der Name nicht ein. Keine Ahnung. Ich hab jetzt irgendwie den Namen vergessen. Aber ihr wisst ja, was ich meine. Dieser weiße Radierschwamm, den es bei DM gibt. Mit dem habe ich dann auch den ganzen Schmutz wegkriegen können. Zum Beispiel in der Küche habe ich gemerkt, dass meine Kinder wohl irgendwie mit dem Stift an der Tür gemalt haben. Aber ganz, ganz leicht. Und das konnte ich so nicht sehen. Keine Ahnung. Aber beim Putzen habe ich das dann erst bemerkt. Und ja. Das ging aber zum Glück alles mit diesem Schwamm weg. Oh, my darkest memories, now let me fall back. But you'll be there, ready to rescue me if I go out of track. You can get away with it. Cause you make me love my imperfections, answer all my questions just to show me. Im Anschluss habe ich noch die Böden überall gewischt und dann war ich auch schon fertig. Das war, glaube ich, das Letzte, was ich hier aufgenommen habe. Und ich verabschiede mich auch gleich. Ich hoffe, ihr hattet wieder Spaß beim Zuschauen und ich konnte euch auch wieder mal motivieren. Abonniert doch gerne kostenlos meinen Kanal, ich würde mich sehr freuen. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns einfach das nächste Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!